ist ja klar, Plakate sollen erstmal eines sein, nämlich Eyecatcher. Aber erfüllen sie auch genau diesen Zweck? Das wollen wir analysieren mit Professor Dr. Florian Stahl. Er ist bei uns, er lehrt an der Mannheim Business School der Universität Mannheim. Sie sind Experte für Marketing. Jetzt erstmal hier so ein riesen Plakatwald. Kann das vielleicht auch genau die entgegengesetzte Wirkung haben, dass man sagt, um Gottes Willen, das ist mir einfach zu viel? Ah, definitiv. Es ist eine Informationsflut, die man natürlich als Individuum verarbeiten muss. Und möglicherweise ist genau dieser Effekt tritt jetzt auch rein, dass viele dann eher negativ das Ganze auffassen und auch betrachten. Und daher auch gerade mit diesen unklaren Positionen auch nichts anfangen können und dann am Schluss sich eher von den Parteien abwenden und möglicherweise dann extremere Positionen und auch Parteien wählen. Gehen wir mal ein paar Plakate durch. Also Sie haben sie sich auch schon mal im Vorfeld angeschaut, die man da analysieren kann. Also wir hätten hier zum Beispiel von der SPD, kommt zusammen und macht Europa stark. Hashtag Europa ist die Antwort. Was sagen Sie dazu? Gut, es ist da ein Plakat, das genau das widerspiegelt, das relativ unkonkret ist, aber das natürlich emotional sein soll. Das heißt, kommt zusammen, das heißt, dieses Zusammenkommen ist ja etwas Positives und eben, man soll Europa stark machen. Auch die Idee natürlich, Europa groß herausbringen, ist letztendlich hier im Vordergrund. Aber es ist so unkonkret, man weiß nicht wie. Und letztendlich wird das bei den Bürgern dann eher auf eine Reaktanz stoßen und sie werden nicht unbedingt daher dieser Aufforderung folgen. Ich würde jetzt ganz laienhaft mal sagen, also alles andere als konkret sind dann auch andere Plakate, bei denen man hauptsächlich einfach die Konterfeis der Kandidaten hat. Wir hatten es eben gerade schon gesehen. Roswitha Heinz-Best von der CDU. Zumindest Bildung ist gleich Zukunft, wenn man noch es schafft, nach oben zu schauen, kann man es erkennen. Das stimmt. Also hier aber auch, sie will natürlich bekannt werden zum einen. Und das ist letztendlich auch dann diese Bildung gleich Zukunft, Formel, die ist aber auch nicht neu, die ist irgendwie schon gefühlt Jahrhunderte alt und letztendlich wissen das alle, dass Bildung sehr, sehr wichtig ist und dass natürlich umso mehr Bildung auch mehr Zukunft bedeutend für ein Individuum, aber auch für natürlich die Gesellschaft. Ich denke auch hier, das ist wiederum ein Plakat, das nicht unbedingt die Bürger wahrscheinlich direkt anspricht und auch nicht unbedingt zur Wahlurne bringt. Eher ein lokales, ein kommunales Plakat hätten wir dann auch noch aus Mannheim, von der Mannheimer Volkspartei, gerade eben ist es auch schon angeblitzt, engagiert im Stadtteil und aktiv für die Innenstadt. Auch das hier ist natürlich eine relativ unklare Botschaft. Hier geht es natürlich, Sie wollen sich lokal einbringen. Sie sagen, Sie sind aktiv, engagiert. Aber was heißt engagiert? Engagiert kann man in vielerlei Hinsicht sein. Auch hier letztendlich ist es unklar, was diese Partei eigentlich anbietet, wenn man eben jetzt nicht weitere Informationen sich besorgt über diese über dieses Engagement dieser Mannheimer Volkspartei. Also ein bisschen tiefer reinschauen. Macht es da jetzt folgendes Plakat vielleicht ein bisschen besser? Zumindest sind zwei Schlagworte genannt. Ich glaube, die Linke ist das kommende Plakat. Gute Arbeit in Europa, zumindest Arbeit. Und Thema Mindestlöhne. Definitiv ist das schon mal ein relativ konkretes politisches Programm, was Sie hier auf Ihrem Parteiplakat abgedruckt haben. Auch geben gute Arbeit, was auch immer gute Arbeit wiederum bedeutet. Es kann bedeuten, es ist Arbeit für alle oder bedeutet es irgendwie hohe Löhne, also ist auch ein bisschen unklar, aber mindestens kommen sie dann auf das Thema Mindestlöhne und Mindestlöhne rauf. Das ist natürlich eine Forderung, die mindestens bei einem gewissen Klientel natürlich sicher sehr gut ankommt und aber auch im Unterschied zu den anderen etablierten Volksparteien relativ konkret ist. Ja. Hochinteressantes Thema. Vielen Dank, dass Sie für uns die Plakate analysiert haben, Professor Dr. Florian Stahl.